Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge des Fohlentagebuchs. Es stand jetzt nichts Spezielles an, worüber ich berichten könnte, sondern ich möchte euch einfach mal wieder so über Felis Tragzeit auf dem Laufenden halten. Let us lose ourselves in a fairy tale. Baby, you and I, baby, you and I start living now. Es ist mittlerweile Winter geworden und Felis Schwangerschaft ist mittlerweile schon recht weit fortgeschritten. Ich muss sagen, dass ihr dieser milde Winter wirklich zugute kommt. Es geht ihr wirklich gut, sie ist voller Tatendrang. Und wenn sie nicht so kugelrund wäre, würde man wahrscheinlich gar nicht großartig merken, dass sie tragend ist. So gut geht es ihr aktuell. Wenn ich da an den Winter zurückdenke, als sie mit Nico tragend war, war das echt komplett anders. Das war auch wirklich ein sehr, sehr heftiger Winter. Also es war wirklich kalt, es hat richtig viel geschneit und das hat man Feli dann auch angemerkt. Also da ging es ihr gar nicht gut und dementsprechend weiß ich das wirklich zu schätzen, dass sie jetzt, dass es ihr jetzt so klasse geht. So, da ist die liebe Feli. Ich wette, sie bleibt nicht lange jetzt, wo ich die Kamera umgedreht habe. Die Feli, die ist jetzt im 8. Monat, relativ in der Mitte würde ich sagen, hat noch knapp 100 Tage bis zum Geburtstermin. Und wie ihr seht, es ist kugelrund. Ich glaube, sie sieht auch besonders rund aus, dadurch, dass da halt keine Muskeln mehr sind, die alles irgendwie zusammenhalten würde. Das ist so schon okay, dass die so aussieht. Nicht stinky. Ja, man sagt so, ab dem 8. Monat muss man die Fütterung ein bisschen umstellen. Und ab da wächst das Fohlen auch einfach mehr. Der Großteil des Wachstums fällt so auf das letzte Drittel der Tragzeit, was sie jetzt also erreicht hat. Und ihr Mineralbedarf ist jetzt ein bisschen erhöht. Das kommt einfach daher, dass jetzt im Winter die Pferde ja vor allem Hafer und Heu fressen. Und die ganzen Mineralien, die so im frischen Gras sind, die fehlen da einfach. Tschüss, Feli. Und deswegen muss man da einfach ein paar Mineralien zufüttern, damit die Stute nicht unterversorgt ist. Ja, und das tun wir eben. Die bekommt jetzt ein bisschen Mineralfutter. Das kriegt die jetzt auf jeden Fall 3 Monate lang. Also wir haben so einen großen Eimer, der etwa 3 Monate halten sollte. Und danach steigen wir da nochmal um. Dann kriegt die schon das Futter, was sie dann während sie das Fohlen bei Fuß hat, kriegen wird. Was einfach ein bisschen bei der Milchproduktion unterstützt. Und genau, so ist der Plan. Ansonsten führt die Maus aktuell ein ziemlich entspanntes Leben. Wir machen nicht viel mit der. Rein theoretisch wäre Reiten möglich, aber sie hat ja ihre Problematik mit ihrem Hinterbein, das nicht mehr so hundertprozentig in Ordnung ist. Deswegen lassen wir es wirklich langsam angehen und ich sorge aber regelmäßig dafür, dass sie genug Bewegung bekommt, dass das Bein auch soweit in Ordnung bleibt. Und damit fahren wir ganz gut. Wenn man so ein bisschen drauf achtet, wie viel die Stute jetzt machen will, dann kann man die wirklich so lange reiten, wie es die Stute halt gerne möchte. Das ist völlig unterschiedlich. Bei ihr haben wir es jetzt schon relativ eingestellt. Die geht gelegentlich mal ins Gelände, aber mehr machen wir mit der nicht mehr. Ist ja sowieso Rentnerin, ne? Also ist relativ normal, dass sie halt relativ wenig macht. Und wie ihr seht, will die sich jetzt auch nicht besonders viel bewegen. Rumstehen ist auch mal okay. Ja, so seit knapp 2 Monaten kann man immer mal Bewegungen im Bauch sehen. Ich fürchte jetzt gerade nicht. Es ist mit dem schwarzen Fell sowieso schwer zu filmen und ich erwische den Moment auch irgendwie nie. Aber es bewegt sich schon, also so im 6., 7. Monat rum. Glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, kriegen sie Knochen, die Kleinen. Also da ist schon ein kleines Baby mit Knochen drin. Und die strampeln auch teilweise ziemlich. Und das kann man sehen und spüren. Nur wie gesagt, im Moment glaube ich nicht. Sie guckt dann auch immer ein bisschen beleidigt, wenn das Fohlen sich bewegt. Und was man auch nicht sieht, ist hier, das Fell ist so ein bisschen verklebt. Da beißt sie sich immer so ein bisschen rein, wenn das Fohlen sich bewegt. Also sie findet das nicht so cool. So, ich habe hier die Frau Wahl jetzt nochmal am Putzplatz. Habe sie gerade noch ein bisschen sauber gemacht. Und dann gehen wir hier mal zum Bauch, den man jetzt wahrscheinlich nicht so richtig auf die Kamera bekommt. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Kopf ist hinten, die Beine oben. Also das Fohlen liegt so auf dem Rücken. So, wenn ihr dann überlegt, was man so lernt, nämlich dass Pferde meistens Linkshänder sind, also so eine leichte Schiefe nach links haben, weil sie so im Mutterleib liegen, müssen die Beine etwa auf der Seite hier sein. Und das bestätigen halt diese Bewegungen. Also dieses Fohlen wird auch Linkshänder werden, weil wir hier eben schon Bewegungen bemerkt haben. Auf der anderen Seite wird man das nicht so sehen. Und ich zeige es euch gleich nochmal von hinten, dass hier auch ein bisschen mehr ist. Also hier liegen die Beine, irgendwo hinten der Kopf. Genau, und der Rücken ist bei Feli am Bauch irgendwo.
Moment, wir gehen einmal nach hinten. Da seht ihr, hier ein bisschen mehr Bauch als auf der anderen Seite. Eigenartigerweise ist es immer noch so irreal, dass wir in knapp 100 Tagen Zuwachs erwarten. Irgendwie fehlt bei mir noch völlig die Aufregung. Es ist halt irgendwie, als wäre die Feli überhaupt nicht tragend. Es ist wirklich merkwürdig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt halt schon weiß, was uns erwartet. Aber irgendwie kann ich es mir halt trotzdem so überhaupt gar nicht vorstellen, wie das dann sein wird, wenn das neue Fohlen da ist. Also irgendwie eine wirklich merkwürdige Situation. Und ich warte eigentlich so ein bisschen auf die Aufregung. Also ich vermisse die im Moment auch wirklich, weil es halt wirklich, 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 weil es echt merkwürdig ist, dass die Aufregung halt im Moment noch komplett fehlt. Vielleicht kommt das noch, ich hoffe es sehr, weil die Vorfreude ist ja eigentlich mit das Schönste und die fehlt im Moment noch komplett, woran auch immer es liegen mag. Ich kann es mir echt nicht erklären.